Halleluja. Seid alle ganz herzlich willkommen heute Morgen. Schön, dass ihr zum Gottesdienst gekommen seid. Und auch herzlich willkommen am Livestream. Jeder, der sich zugeschaltet hat, herzlich willkommen. Und ja, ich möchte euch einladen, dass wir jetzt wirklich so richtig von ganzem Herzen reingehen in den Lobpreis und mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, wirklich Gott loben und preisen, ihn lieben, unsere Herzen ihm weit aufmachen. Und ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und wisst ihr was? Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen von Jesus, dass wenn wir ihm unsere Herzen weit aufmachen, dann kommt er und er wird Gemeinschaft mit uns haben, Beziehung mit uns haben. Und es ist seine Sehnsucht, dass wir unsere Herzen weit aufmachen. Es ist, er hat so eine Sehnsucht danach, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und wir wollen das tun, ihm jetzt unsere Herzen aufmachen, sagen, Jesus, komm du, und ja, wir wollen ihn wirklich loben und preisen von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Wer hat dem Bösen die Macht genommen? Wer ist so mächtig, lieb so vollkommen? Der Herr des Himmels, König der Herrlichkeit. Wer bricht mit Donner die Welt ins Wanken? Wer lässt uns staunen, auch Knien danken? Der Herr des Himmels, König der Herrlichkeit. Das Lamm, das ich gab, würdig ist der Herr, besiegt ist das Grab. Würdig ist das Lamm, das ich gab, würdig ist der Herr, besiegt ist das Grab. Ja, würdig ist das Lamm, das ich gab, würdig ist der Herr, besiegt ist das Grab. Würdig ist das Lamm, das ich gab.
Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen, dass du heute hier bist, um uns zu begegnen. Und danke, Jesus, dass du für jeden Einzelnen von uns was Neues bereitet hast. Du darfst heute abholen vom Herrn. Er hat was Neues. Jeden Morgen hat er was Neues für dich. Wir müssen nicht an alten Erlebnissen festhalten. Wir müssen nicht an alten Sachen, Geschichten festhalten. Sondern hat für uns heute, hat er was vorbereitet. Und indem wir einsteigen in Lobpreis, indem wir ihn anbeten, gießt er aus. Er ist ein gebender Gott, ein gütiger Gott, der es liebt, sich auszuteilen. Der es liebt, uns zu geben. Sei dir Herr, du bist so.
Halleluja, Jesus ist der Sieger. Halleluja, lasst uns Jesus mal einen großen Applaus geben. Er ist der Sieger. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Danken dir, Herr, dass du am Kreuz von Golgatha den vollen Sieg errungen hast. Danke, Jesus, dass wir frei sein dürfen, frei von Sünde, frei von Belastungen, Herr, frei von Krankheit. Du hast alles für uns erworben am Kreuz. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus, und wir wollen wirklich diese Freude über deinen Sieg hinaustragen in die Welt, Herr. Und ja, wir wollen jetzt einfach an diesen Fürbitte-Teil gehen. Und wir hatten gestern ja die Gedenkfeier für den Pastor Otto und haben so gehört, sein Herz, seine Vision, dass wirklich Erweckung geschieht, dass die Menschen wirklich in Scharen zu Jesus finden. Und ja, lasst uns das einfach jetzt heute gleich in den Fürbitte-Teil mit reinnehmen, dass wir wirklich dafür beten, dass unsere Stadt, dass unser Land wirklich Jesus erlebt und sieht, dass uns das wirklich Erweckung kommt und dass der Geist Gottes wirklich fällt und durch unsere Nation weht. Halleluja. Und ja, was mir so bewusst geworden ist, ist einfach, die Erweckung fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Bei jedem Einzelnen von uns. Gott will uns so packen. Er will uns so, ja, mit reinziehen, einfach in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Und wir sind das Licht, das in der Welt scheint. Wir sind diejenigen, die rausgehen und den Menschen wirklich Jesus bringen. Und ja, wir wollen einfach beten und proklamieren. Ich habe 1. Petrus 2, Vers 9. Lasst uns das mal zusammen sagen. Jetzt habe ich meine Bibel vergessen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Herr, und das proklamieren wir über jeden Einzelnen von uns, über unsere Gemeinde, über die Gemeinden in unserer Stadt, über die Gemeinde in unserer Nation. Wir sind das königliche Priestertum. Wir sind das heilige Volk, das auserwählte Geschlecht. Und wir verkündigen, Herr, deine Wohltaten. Herr, wir verkündigen, dass du uns rausgerufen hast aus der Finsternis in dein Licht. Und wir wollen es verbreiten in dieser Welt, Herr, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, Herr. Wir wollen diesen Priesterauftrag wirklich wahrnehmen und rausgehen, Herr, und wirklich dein Wort verkündigen. Danke, Jesus. Und wir proklamieren Kolosser 1, Vers 27. Den zweiten Teil. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, das ist es, Jesus. Und wir proklamieren Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wir tragen die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit hinaus in diese Welt. Und ich proklamiere, dass wir unseren Stand einnehmen, dass jeder Einzelne von uns, dass unsere Gemeinde, alle Gemeinden in dieser Stadt und in unserer Nation diesen Stand einnehmen. Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Danke, Jesus. Oh, Herr, danke. Oh, Jesus, lasst uns es so erleben, jeden Einzelnen von uns und wirklich die Christen in dieser Nation. Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Danke, Jesus. Und wir proklamieren Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und in der Übersetzung das Buch heißt es, ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Und es sind wir und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir in unsere Position hineintreten, die Christus für uns erworben hat am Kreuz. Die ganze Schöpfung, die Menschheit, alle warten darauf, dass es sichtbar wird, dass wir den Heiligen Geist hineintragen in die Welt, dass wir das Licht Gottes hineintragen in diese Welt.
Oh Herr, wir beten, dass wir offenbar werden, dass wir wissen, diesen Stand, den wir in Christus haben, dass es sichtbar wird. Herr, dass wir hinausgehen in die Welt, dass wir wissen, wir haben die Autorität von dir und wir gehen hinaus in die Welt und wir heilen die Kranken und wir befreien die Gebundenen. Wenn wir sind gesalbt von dir, Jesus. Danke, Herr, wir bringen gute Botschaft den verlorenen Menschen. Danke, Jesus. Oh, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden und sichtbar werden. Oh Jesus, und wir geben uns dir hin, wir legen uns auf den Altar, wir geben unser ganzes Leben dir und wir sagen, Herr, gebrauche du uns so, wie du möchtest. Oh, wir möchten von dir gebraucht werden, wir möchten deine Werkzeuge sein und wir möchten als ein Licht scheinen, wir wollen aufstehen und scheinen und unser Licht leuchten lassen. Danke, Jesus, Halleluja, danke, Jesus. Amen. Lasst uns Gott mal noch mal einen großen Applaus geben. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, wir wollen jetzt auch die Kollekte einsammeln. Und wir werden heute die ganze Kollekte sammeln für Jim und Helen Reimer. Und wir sind so froh und dankbar, dass sie hier bei uns sind und wirklich, wir schätzen das so sehr, dass sie extra für die Gedenkfeier für Pastor Otto gekommen sind und uns gedient haben und heute auch dienen und wir wollen, ja, gebt ihnen mal einen Applaus. Und wir werden heute das, was wir einsammeln, Pastor Jim und Helen mitgeben. Ja, danke Herr, du segnest das, was wir geben. Und wir sind gesegnet, Herr, mit allem, was wir brauchen von dir. Und wir dürfen wirklich freizügig geben und viel geben, Herr, weil alles, was wir bekommen, haben wir von dir, Jesus. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Du bist unser Versorger. Amen. Ja, heute ist kein Kindergottesdienst für die großen Kinder, weil Sommerferien sind, aber die Kleinen haben Kindergottesdienst, sie dürfen jetzt nach oben in den Raum gehen und wir haben im Mutter-Kind-Raum oben auch eine Übertragung, Live-Übertragung, da können die Eltern mit den kleinen Kindern auch gerne hochgehen. Ja, und dann freuen wir uns, dass Pastor Jim heute uns das Wort bringt. Und wir segnen ihn und wir proklamieren über ihm Apostelgeschichte 10, Vers 44. Und noch während er predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Amen. You seem so far away. Ihr seid so weit weg. It's a joy to be back. Es ist so eine Freude, zurück zu sein. It seems like we were just here. Es ist so, wie wenn wir gerade eben erst da waren. But this was a surprise and a special time to be here. Und es war so eine Überraschung, so eine besondere Zeit, jetzt mit euch hier zusammen zu sein. To be able to share with you. Um mit euch zu teilen. During this time of loss. Während dieser Zeit des Verlustes. For me it's very important. Es ist für mich sehr wichtig. As I was considering the message for today, als ich nachgedacht habe über die Botschaft für heute, I kind of feel I need to explain some things. Hatte ich das Empfinden, dass es wichtig ist, etwas zu erklären. Because at times we have questions that come up in our minds. Denn es gibt Zeiten, da kommen uns Fragen in unseren Gedanken. And we learn to ignore them, especially if they're negative. Und wir lernen es, sie zu ignorieren, besonders wenn sie negativ sind. But it creates a kind of a basis of doubting. Aber das schafft so eine Basis von Zweifel. That hinders our walk with the Lord. Sie behindern unser Gehen mit dem Herrn. Back in January. Zurück im Januar. We have a young couple in our church. Hatten wir ein junges Ehepaar in unserer Gemeinde. I had shared this the story of the
of little Grace's birth. Ich habe die Geschichte von der kleinen Grace geteilt. Wisst ihr von Zeni und Rosanna aus unserer Gemeinde, sind sie heute hier? And yeah, there he is. Zeni ist da. And I was sharing with them what God had done. Mit ihnen geteilt die Geschichte von dem, was Gott getan hat. And they would have been wanting to have children. Und sie wollten Kinder. And they said, "Would you pray for us?" Sie haben zu uns gesagt, würdest du mit uns beten? And you know, both of them were in their 40s. I think she was 45. Beide waren in den 40ern. They had accepted the Lord later on. Sie haben später den Herrn angenommen. They never thought about having children. Sie hatten before. Nie darüber nachgedacht, Kinder zu haben. But now, at this time, jetzt kam die Zeit. A new life in Christ. Ein neues Leben in Christus. This hope came to Und eine them of having a child. Hoffnung kam zu ihnen, ein Kind zu haben. And it just didn't happen. Es ist nicht geschehen. They waited. Sie warteten. They even took artificial insemination. Sie haben ärztliche Untersuchungen in Anspruch genommen. Hormone treatments. Hormonbehandlung gemacht. And then they got pregnant. Dann wurde sie schwanger. But after about a month, they lost their baby. Aber nach einem Monat haben sie das Kind verloren. And they were so depressed. Sie waren so deprimiert. They stopped going to church. Sie kamen nicht mehr in die Gemeinde. They didn't want to talk to anybody. Sie wollten mit niemandem mehr sprechen. And they became bitter. Sie wurden bitter. And I tried to talk to them. Ich habe versucht, mit ihnen das Gespräch zu führen. And something they said to me really touched me. Und etwas, was sie gesagt haben, hat mich wirklich bewegt. It says, in the church, I just received so much positive, faith-filled messages. In der Gemeinde empfange ich so viele positive, glaubensgefüllte Botschaften. But nothing prepared Aber me nichts for this. Hat mich darauf vorbereitet. And I thought about that. Ich habe darüber nachgedacht. And I felt maybe we do need to help people. Und ich habe empfunden, vielleicht müssen wir Menschen helfen. Know how to deal with life. Dass sie wissen, wie sie mit dem Leben klarkommen. How to go through things. Wie sie durch Dinge durchgehen können. And still be strong in Jesus. Und immer noch stark in Jesus sein können. So as a result of that, als Ergebnis davon, God began to work in me a message. Hat Gott in mir angefangen, eine Botschaft zu bewegen. And it may not seem like it. It may seem like it doesn't. The verse I'm going to use doesn't seem like it fits into this. Und vielleicht mag es so sein, dass dieser Vers, den ich benutze, nicht da reinzupassen scheint. But as you hear this word, aber wenn du das Wort hörst, I believe it's going to answer some questions glaube ich, for you. Dass es ein paar Fragen für dich beantworten wird. And help you to be able to be firm und, in your faith. Und dir helfen wird, fest zu sein in deinem Glauben. No matter what you go through in life. Egal, wodurch du durchgehen musst. So let's turn to Matthew 18. Also wollen wir Matthäus 18 aufschlagen. Matthew 18 is full of great teachings of Jesus. Matthäus 18 ist voll von großartiger Lehre von Jesus. One of my favorite chapters. Eine meiner Lieblingskapitel. But it begins this way. Es fängt so an. At the time that the disciples came to Jesus saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? When the disciples came to Jesus, verstehe, wenn die Jünger zu Jesus kamen, I'm sure they were saying, "Hey, I want to be great." Ich glaube, sie wollten sagen, hey, will groß sein, ich will ein Gewinner sein. I want to be a conqueror. Ich will ein Eroberer sein. I want to be great in your kingdom. Ich will groß in deinem Königreich sein. How can I do it? Wie kann ich das machen? What's the way to be great? Was ist der Weg, wie ich groß sein kann? Maybe some of them were saying, vielleicht I want to be greater than he is. Haben manche damit sagen wollen, ich will größer als der ist. How do I get to the top? Wie komme ich an die Spitze? There was always that rivalry es among gab the disciples. Immer so eine Rivalität unter den Jüngern. But here Jesus is posed with this question. Hier ist Jesus, der innehält mit dieser Frage. How can I be a conqueror? Wie kann ich ein Eroberer sein? How can I be great? Wie kann ich groß sein? Because as a denn
You know, as a man or a person in, wenn ein Mensch, wenn eine Person, in the society, in der Gesellschaft, the desire was to succeed. Er hat diese Sehnsucht, erfolgreich zu sein. To become, to grow up, mit anderen Worten, zu wachsen, is to grow in success. Bedeutet, auch im Erfolg zu wachsen. We want to be achievers. Wir wollen solche sein, die Dinge erreichen. Wir wollen Ziele erobern. You know, so this question was not really out of context. Also war diese Frage nicht wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Ich bin sicher, dass diese Frage an Jesus wirklich eine sehr ernsthafte Frage war von der Seite von den Jüngern. And one that I think that they thought Jesus would be pleased. Und ich denke, dass sie dachten, dass Jesus sich über diese Frage freuen würde. Maybe they were waiting for this answer. You need to fast more. Vielleicht haben sie so eine Antwort erwartet, wie du musst mehr fasten. You need to memorize scripture. Du musst Bibelstellen kennen. You need to be faithful. Du musst treu sein. I'm sure there was a lot of things that the disciples were waiting to write down. Ich bin sicher, dass es vieles gab, was sie jetzt erwartet haben, was sie aufschreiben können. Points 1, 2, 3. Punkte 1, 2, 3. How to be great. Wie ich groß werde. What can I do? Was kann ich tun? Because that's part Denn of being an adult. Das ist doch Teil davon, erwachsen zu sein. Is that we're motivated by Sie goals. Waren motiviert von Zielen. By achievement. Dinge zu erreichen. And we praise those that have reached the top of their career. Und die werden gelobt, die ganz oben an der Karrierenspitze angekommen or sind. Or been successful in life. Die erfolgreich sind im Leben. That's a part of growing up. Das ist ein Teil davon, erwachsen zu sein. And yet Jesus comes and und he says something else. Hier kommt Jesus und sagt etwas anderes. He takes a child. Er nimmt ein Kind. And it says here he puts a child among them. Dann rief Jesus ein kleines Kind und stellte es vor sie hin. And he says to them in verse 3. Und sagt zu ihnen in Vers 3. Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Whoever humbles himself like this child, wer immer so gering wird wie dieses Kind, is the greatest in the kingdom of heaven. Ist der Größte im Himmelreich. And it's like, here goes Jesus again. Und es ist hier so, wie wenn Jesus wieder hier alle verblüfft. Answering a question. Antwortet eine Frage. In a way that the disciples just didn't get it. Auf eine Art und Weise, wie die Jünger es einfach nicht packen können. Like, what? Was? I was waiting for the 1, 2, 3, 4 points. Ich habe doch auf die 1, 2, 3, 4 Punkte gewartet. And here you say I need to be childlike. Und hier sagst du, ich muss werden wie ein Kind. I need to be like a child. Ich muss sein wie ein Kind. We just had a celebration. Wir hatten eine Feier. In which we had all of our grandchildren together. Da waren alle Enkelkinder zusammen bei uns. 19 of them. 19. And all of our children. Alle unsere Kinder waren da. And their spouses. Und ihre Ehepartner. 14 of them. 14 an der Zahl. So, also, altogether we were 35. Waren wir insgesamt 35 Leute. What a wonderful time. Was für eine wunderbare Zeit. But to me the joy and to Helen as well. Aber für mich ist die Freude und auch für Helen. Was just to observe the children. Einfach den Kindern zuzuschauen. Just to watch them play. Einfach zuzuschauen, wie sie spielen. Because some of those cousins didn't Denn know each other. Einige dieser Cousins haben sich vorher noch nicht gekannt. Yet in those 2 weeks they became und best friends. Und in diesen 2 Wochen wurden sie beste Freunde. They were really connected. Sie haben sich wirklich verbunden. And it just I began to observe what a child is really like. Und ich konnte beobachten, wie ein Kind wirklich ist. Our children have grown. Unsere Kinder sind schon erwachsen. Most of our grandchildren are far away. Und die meisten Enkelkinder leben weit weg. Yet I love children. Und ich liebe einfach Kinder. And it's so interesting to see how they are. Es ist so interessant zu sehen, wie sie sind. You see, a child trusts. Sie ein Kind vertraut. When I asked my one of my granddaughters about if she wanted to go do something. Als ich mit meiner Enkeltochter sprach und sie gefragt habe, was sie tun will. You know, her response was. Ihre Antwort war. Well, if my parents say it's okay, it's okay. Wenn meine Eltern sagen, das ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. In other words,
They trusted in their parents' decisions. Mit anderen Worten, sie vertrauen in die Entscheidung ihrer Eltern. They knew that their parents would make the right plans for them, the right decisions. Dass die Eltern die richtigen Pläne schmieden und die richtigen Entscheidungen für sie treffen. It wasn't just grandpa. Es war nicht einfach nur der Opa. No, nein. My parents. Meine Eltern. Because for a child, für ein Kind, to be a child, ist, bedeutet es, ein Kind zu sein, is to be dependent. Abhängig zu sein. Is to see not only that the parents bring provision and nicht nur protection, zu erleben, dass die Eltern Versorgung bringen und Schutz, but they also know the best things. Aber sie they wissen need to be auch, doing. Was das Beste ist, was sie tun können. And that just kind of hit me. Und das hat mich einfach getroffen. Of one of those realities of being a child. Eine dieser Realitäten, ein Kind zu sein. They also are able to live with not knowing everything. Sie sind auch in der Lage zu leben, ohne alles zu wissen. You see, as adults, Sie als Erwachsene, we desire to understand everything. Als Erwachsene haben wir die Sehnsucht, alles and zu verstehen. If we don't understand it, und wenn wir es nicht verstehen, we just like, don't dann do it. Tun wir es einfach nicht. It all has to be understood. Es we have muss to process alles it with our mind verstanden first. Werden. Wir brauchen erst den Prozess in unsere Gedanken. But a child is able to live with a certain degree of mystery. Ein Kind ist in der Lage, mit einem Maß von Geheimnis zu leben, knowing, ohne das zu wissen. Because what is more important, denn was wichtiger ist, is the parents' presence. Ist die Gegenwart der Eltern. Just as long as the parents are solange there, die Eltern da sind, they can live in a tent. Können sie im Zelt yet leben. As an adult, als Erwachsener we want a big house. Wollen wir ein großes Haus. We want comfort. Wir wollen Komfort. Our values are on unsere, things that we can buy. Das, was uns wertvoll ist, sind Dinge, die wir kaufen and können. What we can do. Und was wir tun können. But a child aber ein Kind just likes to be with Mom and Dad. Mag es einfach, mit Mama und Papa zusammen zu sein. They seek after presence. Sie suchen nach Gegenwart. More than comfort. Mehr als nach Trost. See, a child sie, ein Kind is able to live kann with not knowing everything, leben ohne alles zu wissen, especially negative things, besonders negative Dinge. Just as long as Mom and Dad are there, Mama und Papa da sind, they're okay. Geht's ihnen gut. You see that degree of mystery, dieses Maß an Geheimnis, mysteriousness, our ability to live with that, unsere Fähigkeit damit zu leben, puts us in a place to receive revelation. Bringt uns an einen Ort, wo wir Offenbarung empfangen können. If we can't live with that mystery, wenn wir mit diesem Mysteriösen nicht leben können, no matter what, und Gott zu vertrauen, egal was, no matter what we're going through, egal wo wir hindurchgehen müssen, knowing that all things work together zu wissen, for my good, dass alles zusammenwirkt zu meinem Besten, if we're not able to live with that mystery, und nicht in der Lage zu sein, mit diesem Mysteriösen zu leben, we will begin to criticize, fangen wir an zu kritisieren and misinterpret God. Und wir legen Gott falsch aus. I've seen people do this. Und ich habe erlebt, wie Menschen das gemacht this couple haben. Began to critique God. Dieses Paar hat angefangen, Gott zu kritisieren for what God did not do. Für das, was Gott nicht getan hat. God did not answer their prayer. Gott hat ihre Gebete nicht beantwortet. God did not give them a child. Gott hat ihnen kein Kind gegeben. God did not heal them. Gott hat sie nicht geheilt. And so they judged God. Also haben sie Gott gerichtet. On what he didn't do. Von über das, was er nicht getan hat. How many of you would like to be judged on what you didn't do? Wie viele von euch mögen das, gerichtet zu werden über Dinge, die ihr nicht getan habt? I don't think anybody of us ich glaube, dass es keiner möchte. We just say, hey, that's not right. Wir würden einfach sagen, hey, das ist mein Recht. But a child, aber ein Kind, is able to, in the tenderness of their heart, ist in der Lage, durch diese Weichheit des Herzens, trust God, Gott zu vertrauen, maybe even define God, und vielleicht auch, on what he has said, Gott zu definieren über dem, was er sagt, what he has promised, was er verheißen hat, and what he has already done, und was er schon getan hat. And for that reason, he can und say, "God is good." Aus dem Grund kann es sagen, Gott ist all gut. The time. Immer. And we can preach the gospel und wir können in a positive way. Das Evangelium auf eine positive because Weise God predigen, is good. Denn Gott ist gut. But a person that aber is resisting being childlike. Ein
eine Person, die dem widerstrebt, wie ein Kind zu sein. Wants to be grown up. Möchte erwachsen sein. Will critique God. Und wird Gott kritisieren. For what he did not do. Für das, was er nicht getan hat. Do you understand what I'm saying? Verstehst du das, was ich sage? Because it's very quiet here. Es ist so ruhig hier. I think I'm in a Catholic church. Bin ich in einer religiösen Kirche? Is this a Pentecostal church? Ist das eine pfingstliche Kirche? But what I'm trying to do is reveal something. Was ich möchte, ist, ich möchte etwas offenbaren. Of the importance of what Jesus said here. Über die Wichtigkeit von dem, was Jesus gesagt hat. You have to be like a child. Ihr müsst wie Kinder sein. You have to be childlike. Ihr müsst wie Kinder sein. To enter into the kingdom of heaven. In das Himmelreich hineinzukommen. You can't critique God. Du kannst Gott nicht kritisieren. For what he doesn't do. Über das, was er nicht getan hat. We don't have the whole story. Wir haben nicht die ganze we Geschichte. Don't see the whole picture. Wir sehen nicht das ganze Bild. He's God. Er ist Gott. He sees far more than we see. Er ist viel mehr als das, was wir he sehen knows können. The future. Er kennt die Zukunft. Sometimes he doesn't answer our manchmal prayers. Beantwortet er unsere Gebete nicht. And only later on we thank God for not answering und our prayers. Erst später dann danken wir ihm, dass er unsere Gebete nicht because beantwortet we hat. See that denn That probably wouldn't have been good for us. Wir erkennen dann, dass das wahrscheinlich nicht gut für uns gewesen wäre. You see, there's certain aspects. Es gibt bestimmte Aspekte, that we will only know of God. Wir nur von Gott kennen werden. Certain qualities about him. Bestimmte Qualitäten von ihm, that we can only know. Die wir nur by going through difficult times. Dadurch kennen können, weil wir durch schwere because Zeiten gegangen in heaven sind. We won't go through difficult times. Im Himmel werden wir durch keine schweren Zeiten gehen. That's true. Das ist wahr. Do you know we will only weißt du, know wir the Holy Spirit as comforter. Werden nur den Heiligen Geist als Tröster kennen. Here. Hier. Because we go through stuff that's bad. Wir gehen durch Dinge hindurch, die schlecht sind. Wir weinen. And he comes and he's und er kommt und er ist der Tröster. But when we're in heaven, aber wenn wir im Himmel sein werden, there's no tears. Da sind keine Tränen mehr. We won't know God that way. Und wir werden Gott dann nicht mehr auf diese Weise you know, kennen. We talk a lot about the presence of God. Wir reden so viel über die Gegenwart Gottes. Have you ever read Psalm 23? Hast du schon mal Psalm 23 gelesen? Where he takes us through the valley of the shadow of death. Wo er uns durch das Tal der Todesschatten führt. Says, I will fear no evil. Und ich fürchte kein Unglück. For there your, denn dort your rod and your staff werden dein Stecken und dein Stab mich trösten. Yeah. I'm going to find something of und you. I'm going to discover ich something möchte etwas über Gott entdecken, zusammen mit euch. In the midst of that trial. Inmitten von Prüfung. That's why we have to grow down. Darum müssen wir nach unten hin wachsen. Not grow up. Nicht nach oben hin wachsen. If you grow up, you wenn will desire independence. Wenn du nach oben wachsen wirst, dann willst du nach Unabhängigkeit streben. You will desire to know du all things. Wirst es danach streben, alles zu wissen. You will desire to be greater than anyone else. Du willst danach streben, größer zu sein als die anderen. But if you learn the aber value of growing down, wenn du den Wert erkennst, nach unten zu wachsen, to be like a child, wie ein Kind zu sein, you'll enjoy the presence wirst du of God. Die Gegenwart Gottes genießen. Because he's a denn friend to er children. Ist der Freund der Kinder. He will never cast away a er child. Wird ein Kind nie wegschicken. He says, let the children come er sagt, unto me. Lass die Kinder zu mir kommen. This is what my kingdom is all denn about. Das ist es, worum es in meinem Königreich geht. It's me being with das them. Ist, dass ich mit ihnen it's zusammen the presence bin. Of God. Es ist die Gegenwart Gottes. Oh, but there's death, there's pain, aber da ist there's, Tod, da ist Schmerz, da ist Sorge, da ist Krankheit. Fear not, little ones. Fürchtet euch nicht, ihr Kleinen. For I am with you. Ich, denn ich bin mit euch. I'm with you. Ich bin mit you euch. See, that's more important. Denn, versteht, das ist viel wichtiger than the victory als der Sieg. Is the presence. Die Gegenwart. Is knowing him in those times. Ihn in diesen Zeiten zu kennen. But I've seen people turn and become bitter. Aber ich habe gesehen, wie Menschen sich abgewandt haben und bitter geworden sind. This couple has been away dieses from the church Ehepaar hat sich von der Gemeinde entfernt since January. Seit Januar.
But we were with them last week. Aber letzte Woche waren wir bei ihnen. And they're starting to come through it. Und sie haben angefangen, da durchzugehen. But it was a dark period. Aber es war eine dunkle Zeit. But you know, God didn't leave them in the dark period. Gott hat sie nicht verlassen in der dunklen Zeit. And God's drawing them back Und Gott again. Zieht sie zurück, wieder zurück. So I don't think, so we shouldn't despise denke ich, dass wir nicht verachten sollten the times of testing, die Zeiten der Prüfung, the difficult times, die schwierigen Zeiten. Because there you're going to discover something darin entdeckst du etwas über Gott, you will never have understood was before. Du vorher noch nie verstanden hast. Do you understand what I'm saying? Verstehst du, was ich sage? Define God on the basis of what he said. Definiere Gott auf der Grundlage von dem, was er gesagt hat. What he said. Was er gesagt hat. What he has promised. Was er versprochen hat. And what he has done. Und was er getan hat. Don't try to define him. Versuche nicht, ihn zu definieren. On what he has not done. Von über dem, was er nicht getan hat. Let him be God. Lass ihn Gott sein. Live with that mystery. Lebe mit diesem mysteriösen. Of not knowing it all. Nicht alles zu kennen. Not knowing the whys. Nicht die Gründe zu kennen. This year we've just this year we've lost three of our family members. Gerade in diesem Jahr haben wir drei unserer Familienangehörigen verloren. And we've had to learn this. Und wir mussten das lernen. To not say why, Lord. Nicht zu sagen, warum, Herr? Why? Warum? But rather just to hold on to his Sondern hand. Viel mehr einfach weiter festzuhalten an ihm. Just to just experience his presence. Einfach seine Gegenwart zu erleben. And understand that this life is just a moment. Und zu verstehen, dass dieses Leben nur einen Moment dauert. Eternity is what is important. Und die Ewigkeit ist das, was wichtig ist. Halleluja. Halleluja. When we understand Wenn wir verstehen the value of his presence, den Wert seiner Gegenwart, when you're going through things, wenn du durch Dinge hindurchgehst, run to him. Renn zu ihm. Run to him. Renn zu ihm. Just like a child that gets afraid. Wie ein Kind, das plötzlich sich fürchtet. They look all over. Where's Daddy? Dann schauen sie überall, wo ist mein Papa? And as soon as they see him, they Und run. In dem Moment, wo sie ihn sehen, And rennen just to sie be held und wollen einfach gehalten werden. Brings comfort. Und das bringt ihnen Trost. See, that's the response of a child. Das ist die Reaktion eines Kindes. And that's what God desires for und you. Das wünscht sich Gott von dir. In that moment of trial. In dem Moment der Prüfung. And Jesus warned us about it. Und Jesus hat uns gewarnt. He says, in this world you will have in dieser tribulation. Welt werdet ihr Trübsal haben. He says, but be of good cheer. Aber sei I have sicher. Overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. You see, Sie, he's in charge. Er hat die Kontrolle. He knows everything. Er weiß alles. He's all powerful. Er ist allmächtig. So run to him. Also laufe zu ihm. Jump on his lap. Spring auf seinen Schoß. You know, but everybody else is, Aber jeder is andere giving these counsels and they're saying, gibt mir diesen Rat. Hey, just grow up. Ja, werd erwachsen. They're always telling us to grow up. Sie sagen uns, wir sollen well, erwachsen today I'm sein. Telling you, Aber heute möchte ich dir sagen, grow down. Wachse nach unten. Grow down. Wachse nach unten. It's okay. Das ist okay. To sit on your father's lap. Auf dem Schoß deines Vaters zu sitzen. And just let it all out. Und einfach alles auszuschütten. Tell him all your feelings. Alle deine Gefühle ihm zu sagen. Cry a little bit. Weine bei ihm. And let him comfort you. Und lass es zu, dass er dich tröstet. Let him build you up. Lass es zu, dass er dich let aufbaut. Him strengthen you. Lass ihn dich stärken. Because Denn it's not over yet. Es ist noch nicht vorbei. And God has so much more. Und Gott hat so viel mehr. But if we get stuck in our self-pity, Aber wenn wir in unserem Selbstmitleid stecken bleiben, if we get stuck in our wenn wir doubting, in unseren Zweifeln stecken bleiben, in our judging, in unserem Richten, in our not knowing, in unserem Nichtwissen, if we get stuck there, wenn wir da stecken bleiben, there's no comfort. Gibt es keinen Trost. There's only bitterness. Nur Bitterkeit. There's only unbelief. Nur Unglaube.
And it pushes us away from und das treibt uns weg von Gott. So, brothers and sisters, also, ihr Brüder und Schwestern, es ist eine Zeit, to come running to the presence of the Lord. Zu kommen und zu laufen in die Gegenwart Gottes. You see, it's a very serious thing to critique God. Sieh, es ist eine wirklich ernste Angelegenheit, Gott zu kritisieren. Because it always comes back. Weil das kommt immer auf uns zurück. I mean, who are we? Denn wer sind wir? To say what God should do or shouldn't do. Zu sagen, was Gott hätte tun sollen oder nicht hätte tun sollen. I mean, I want God ich meine, to critique me. Ich möchte nicht, dass Gott mich kritisiert. Just like the psalmist David said. Es ist so wie in den Psalmen, der David sagt. Oh Lord, is there anything in me? Herr, ist da irgendwas in mir? It's not pleasing to you. Es dir nicht gefällt. Oh Lord, shine your light. Oh, show Herr, me. Zeige mir. You see what I don't see. Du siehst das, was ich nicht sehe. I just don't want you to be away from your presence. Will nicht entfernt werden aus deiner just Gegenwart. Just don't cast me from your presence. Vertreibe mich nicht aus deiner Gegenwart, oh Herr. You see, this is the child. Sieh, das ist das Kind. This is little David crying. Das ist der kleine David, der hier schreit. And he had fallen down. Und er ist gefallen. And he had made a mess of und er hat Dinge wirklich but he realized Chaos he wasn't gemacht. To critique God. God was er going to critique him. Hat gemerkt, er ist nicht in dem Recht, Gott zu kritisieren, sondern Gott muss ihn kritisieren. And he needed that. Und er brauchte das. Because a child denn ein Kind needs to be trained. Braucht Training. Needs to be disciplined. Braucht Disziplinierung. To be able to feel the love of God. So dass er dieses Kind die Liebe Gottes spüren kann. So in that time of questioning, just say, Lord, is there something in me? Also in dieser Zeit der Fragestellung fragt, Herr, gibt es irgendeine Not, Lord, wo ich Veränderung brauche? Ich will einfach nicht deine Gegenwart verlieren. I want to be close to you. Ich will nah bei dir sein. You see, this is that rod and that staff Sieh, that comforts us. Das ist der Stecken und der Stab, der uns tröstet. It's that discipline. Das ist die Disziplin. That guarantees our place as a child. Uns den Platz des Kindes garantiert. But you know, as an adult, weißt du, als Erwachsener, we do not like discipline. Mögen wir keine Disziplin. We don't like anyone saying wir mögen nicht, dass jemand different than what we believe uns irgendetwas what we anderes say. Sagt, als das, was wir denken und überzeugt sind. I mean, we resist it. Wir widerstreben dem. Because we desire to be denn right. Wir wollen Recht haben. And to know it all. Wir wollen es alles verstehen und wissen. But a child aber ein Kind is able to receive discipline. Kann auch Korrektur annehmen. And sees it as love. Und sieht es als Liebe. One of our children who is now the pastor of our church. Einer unserer Kinder, der jetzt der Pastor der Gemeinde ist. We always called him our joy boy. Wir haben ihn immer unseren Freudejunge genannt. Because he was always happy. Denn er war immer glücklich. But when he was bad, aber wenn er nicht gut drauf war, and he needed discipline, dann brauchte er Disziplin. Strafe. We had a whole process of und how that happened. Und wir hatten einen richtigen Prozess da, wenn das geschieht. And he would cry and we er würde would pray. Weinen, er würde weinen. And then he'd be happy again. Und dann würde er wieder glücklich sein. It's just that he knew er wusste, how important that was wie wichtig das war, for his joy to return. Dass seine Freude wieder zurückkam. Because without discipline, denn ohne diese Strafe he was not happy. War er nicht glücklich. Because he knew denn er wusste, he wasn't right. Er war nicht in Ordnung. That he had done something wrong. Er hat was falsch gemacht. A child understands ein that. Kind versteht das. That's why it is important that we become darum like a child. Ist es so wichtig, dass wir werden wie Kinder. That we can say, Lord, is there anything in me? Dass wir sagen können, Herr, ist da irgendetwas in mir? Lord, correct me. Herr, korrigiere mich. Change me. Verändere mich. Just don't leave me. Lass mich einfach nicht zurück. Stay by me. Bleib bei mir. You see, these are ways we grow down. Das sind die Wege, wie wir nach unten wachsen. And we grow down so that we can relate to him. Wachsen nach unten, so dass wir in Beziehung leben können mit because ihm. Something I have discovered denn etwas, was ich entdeckt habe, is that ist, one's friendship with God wenn wir Freundschaft mit Gott möchten, will only go where his lordship has already been. Immer nur da sein, wo auch seine Herrschaft schon ist. You understand what I'm saying? Verstehst du, was ich damit sage? I just finished a book, ich habe ein Buch gerade called The Holy Spirit, My geschrieben. Friend. Ich habe es genannt, der Heilige Geist, mein Freund. And some people treat the Holy Spirit as manche a spiritual butler. Behandeln den Heiligen Geist wie einen geistlichen Diener.
that just is there to serve us. Er ist einfach da, uns zu dienen. And to do everything we want him to do. Und alles das zu tun, was wir wollen, was wir tun wollen. But I found this true. Aber ich fand, dass das wahr ist. He must first be Lord. Er muss zuerst Herr sein. Before he can be friend. Bevor er Freund sein kann. Give some amens on that one. Können da ein paar Amens kommen? You see, if you don't say amen, you have to at least say aye aye. Wenn du nicht Amen sagst, sag wenigstens aye aye. When we establish him as Wenn Lord, wir ihn als Herrn erlauben, then we can come into friendship, kann Freundschaft hineinkommen and intimacy. Und Intimität. If not, we will develop familiarity, wenn nicht, dann haben wir so eine Bekanntschaft entwickelt, that breeds contempt, die Genügsamkeit and then hervorbringt. We become angry when things don't go the way we think they should go. Dann werden wir ärgerlich, wenn Dinge nicht geschehen, wie wir es uns vorgestellt haben. When we establish lordship, wo wir Herrschaft aufrichten, then we say, Lord, not your will, sagen mine be wir, done. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. And in that surrender, und in dieser Hingabe und Auslieferung, that's growing down, das bedeutet es, nach unten zu wachsen, in that dependency, in dieser Abhängigkeit, we can come into intimacy, können wir in Intimität hineinkommen. And we can know him. Und wir können ihn kennen. And we can then love him. Und wir können ihn dann lieben. Hallelujah. Hallelujah. I will continue to preach. Ich werde of the power of God, weiter über die Kraft Gottes predigen. Of the healing, über seine Heilung. Of the prosperity and the blessings, über die Versorgung und den Segen. Because I have come to know him. Denn ich bin dahin gekommen, dass ich ihn kenne. In also the other times. Auch in den anderen Zeiten. And I've come to understand, und ich habe angefangen, ihn zu verstehen, that he is good. Dass er gut ist. Okay. Okay. That even when I go through a problem, auch wenn ich durch Probleme gehe, and we've gone through some real problems, und wir sind durch wirkliche Probleme hindurchgegangen, but in those times, aber in diesen Zeiten I've seen God good. Habe ich gesehen, dass Gott gut ist. And so I can concentrate and look at the goodness. Also kann ich mich konzentrieren, and that's what I'm going to preach. Die Güte anschauen und predigen. Of the goodness of God, und ich predige die Güte Gottes, seine Treue. Because that's what Denn he promised. Das ist es, was er and verheißen that's what hat. He said. Und was er auch gesagt and that's hat. What I've experienced. Und das ist, was ich erfahren habe. And the other things, und die anderen Dinge I'll just leave it with him. Überlasse ich einfach ihm. When it doesn't happen, wenn es nicht geschieht, I trust him anyway. Vertraue ich ihm. You understand what I'm saying? Verstehst du das, was ich sage? Oh, well. I just have this word on my heart. I just am praying because this is the first time I've ever shared this. Ich habe wirklich über diesem Wort sehr gebetet, denn es ist das erste Mal, dass ich diese Gedanken teile. So you're the first to get it. Ihr seid die Ersten, die davon was bekommen. And I'm just hoping that und ich hoffe, something is being dass etwas communicated that's helpful. Wirklich bei euch angekommen ist, was hilfreich für euch ist. Because life denn is not easy. Leben ist nicht immer einfach. It's difficult for everyone. Es ist für jeden schwierig. And we have times, und wir haben Zeiten, when we want to give up, wo wir dabei fast aufgeben wollen. Because everyone around denn us is saying, jeder um uns her sagt, stop being a baby. Hör auf, wie ein Baby zu sein. Grow up. Werd erwachsen. And we feel und wir a wreck. Fühlen uns wie ein Wrack. And we need God as our comfort. Wir brauchen nämlich Gott als unseren Tröster. But it's like aber other people have said, no, andere sagen, you don't know God. Du kennst Gott nicht. You gotta grow up. Du musst erwachsen werden. But growing up gets you away from God. Aber erwachsen werden, das führt dich weg von Gott. So you have to grow down. Du musst nach unten wachsen. Be as a child. Wie ein Kind werden. So then you can grow dann up kannst du aufwachsen, to be like him. Wie er zu sein.
And we can grow up in our salvation. Wir können aufwachsen in der to be Erlösung, like Jesus. Wie Jesus zu sein. We can grow up in wir our faith. Wir können aufwachsen in unserem Glauben. Because we've learned his ways. Wir haben seine Wege kennengelernt. You see, Paul says, "Oh, that schau, I might know him." Paulus sagt hier, the oh, power dass ich of his resurrection. Erkennen würde diese Kraft der Auferstehung. But he also said that I might know er sagt him auch, dass ich ihn kennen in his möge suffering. Im Leiden. That I might know him. Dass ich ihn kennen möge. When things are going great. Wenn Dinge groß and then I might know him. Und dass ich ihn kennen möge, when things aren't going wenn die great, Dinge nicht leicht laufen. Then I might just know him. Dass ich ihn einfach nur kennen kann. And be conformed to his image. Und dass ich es umgestaltet werde nach seinem Bild. In other words, you have to grow down. Mit anderen Worten, wir müssen nach unten wachsen. To be able to grow up. Damit wir aufwachsen können. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Ephesians 4, Epheser 4, 15 says, Vers 15 sagt uns, we are to grow up in everything wir müssen into aufwachsen him, in allem in ihm, who is the head, into ihm, Christ. Der das Haupt ist, nämlich Christus. You see, when we are able Sie, to do that, wenn wir in der Lage sind, das zu tun, become like a child, wie ein Kind zu werden, and there's a difference between being like a child and being childish. Und es ist ein Unterschied zwischen wie ein Kind werden und kindisch sein. Being childish, kindisch zu sein, is, bedeutet, wanting your way all the dass time. Du die ganze Zeit deinen Willen durchsetzen willst. Being childish, kindisch zu sein, is throwing a temper tantrum, you know what that is? Get angry when ärgerlich things aren't going zu werden, your way. Einfach ärgerlich zu werden, wenn es nicht läuft, wie du es willst. Yeah. It's when you das expect others to do what you should be doing. Ist, wenn du es von anderen erwartest, wenn du etwas machen solltest. That's being childish. Das ist es, kindisch zu sein. But we're to be childlike. Aber wie ein Kind zu werden. So that we might know him. So dass wir ihn kennen mögen. So that we can become like so dass him. Wir wie er sein können. Amen. Amen. Let's stand up. Wir möchten aufstehen. Hallelujah. Hallelujah. Now, I just my prayer. Mein Gebet. Is this helps respond answer some questions? Ist, dass es einfach hilfreich für euch ist und Fragen für euch beantwortet. Because so often we become religious. Denn so oft werden wir religiös. In our positiveness. In unserem Positivsein. But inside. Und innerlich. We're doubting. Zweifeln wir. And we're upset. Und sind aufgebracht. And we become und false, fake. Und das ist wie fake, wie unecht. And God wants us to be real. Und Gott möchte, dass wir echt sind. I love children for that. Ich liebe Kinder dafür. They're not self-conscious. Sie sind überhaupt nicht auf sich selbst ausgerichtet. They're transparent. Sie sind total transparent. Little girl, dieses kleine Mädchen. Just making cartwheels here in the front. Und sie macht da einfach hier irgendwelche Drehungen vorne. I mean, she was just loving life. Sie liebt einfach das Leben. She didn't care what other people es thought. Macht ihr nichts aus, was die Menschen über sie denken. She was free. Sie ist frei. And I believe God wants us to be und ich free. Glaube, Gott will, dass wir frei sind. So that we can be a child. So dass wir wie ein Kind sein können. We can have our innocence wir back again. Können auch unsere Unschuld wieder zurückhaben. We can be tender-hearted. Wir können ein weiches Herz haben. And we can live with the mystery. Und wir können mit diesem Geheimnis leben. Of not knowing. Nicht alles zu wissen. Because we trust him. Weil wir vertrauen. We trust God. Wir vertrauen Gott. Praise you, Lord. I think some of you just need ich glaube, dass einige von process euch what I've been saying einfach durch einen Prozess gehen müssen über dem, was ich I want gesagt you just habe. To close your eyes. Und ich möchte einfach euch einladen, die Augen zu schließen. I want you to yourself be honest. Und dass du für dich selbst ehrlich sein kannst. Have you been critiquing God hast du Gott kritisiert for what he has not done? Über dem, was er nicht getan hat? Have you been asking why hast so du often? So oft gefragt, warum? And it's created und das almost an anger within you. Hat fast einen Ärger in dir geschaffen.
You want so much things to change. Er möchte so sehr Dinge verändern. And you wonder why God hasn't done it yet. Du möchtest so sehr Dinge verändern und du wunderst dich, warum das nicht geschehen ist und Gott nichts getan hat. It's something in you that needs to change. Da gibt es nämlich etwas in dir, das sich ändern muss. That's why Jesus in the first verse. Deshalb sagt first, he says, Jesus hier in den ersten says, Worten, turn wende and become dich und werde like a child. Wie ein Kind. In other words, the change has to happen here. Mit anderen Worten, das, die Veränderung muss hier geschehen. But we're able to open our hands. Wo wir unsere, in der Lage sind, unsere Hände we're zu öffnen. Say, okay, Lord, I trust you. Wo wir sagen können, Herr, ich vertraue I don't understand dir. What's happening. Ich verstehe nicht, was geschieht. I can't figure it out. Ich kann es nicht ergründen. I want to, ich wollte. But I'm gonna trust aber you. Ich werde dir vertrauen. I want you just to let that burden roll off. Und ich möchte dich einladen, dass diese Last, just roll it off. Dass du sie wegrollen kannst. Don't go through life this way. Geh nicht so weiter durch das Leben. Because it will make you hard denn es in wird your heart. Dich im Herzen verhärten. Open your heart right now. Öffne dein Herz jetzt. Just shut your eyes because this is between und you halte and the Lord. Deine Augen geschlossen, denn es ist etwas zwischen Gott und dir. This is something that each one of us das has to resolve etwas, within us. Etwas, was jeder von uns mit sich selbst lösen muss. Because as we are able to carry this mystery. Während wir in der Lage sind, dieses Geheimnis zu tragen. I believe we can then glaube ich, receive revelation. Dass wir Offenbarung empfangen können. So many people in the healing ministry. So viele Menschen im Heilungsdienst. Have been asked, why doesn't God heal all the time? Fragen, haben diese Frage gestellt, warum heilt Gott nicht die ganze Zeit? And I've heard so many say. Und ich habe so viele gehört, die gesagt haben, I don't know. Ich weiß es nicht. So many people here. So viele hier. And they're used by God in such powerful sind ways. Auf großartige Weise von Gott gebraucht worden. But they're able to carry und sie können weiterhin das Geheimnis tragen. Of letting God be God. Und können Gott Gott sein lassen. And they are just that instrument. Und sie können einfach sein Instrument sein. Yeah. Amen. 'Cause God is good. Denn Gott ist gut. If I don't understand it, und wenn ich es nicht verstehe, because it's beyond what dann I ist es einfach über dem, was ich überhaupt verstehen because kann. God is beyond denn me. Gott ist weiter als God ich. Is bigger than Gott me. Ist größer als ich bin. He's bigger than you. Er ist größer als du. His goodness seine Güte is greater ist größer than you are. Als du es bist. And as we come to embrace und während wir dahin kommen, ihn zu umarmen, we just realize that. Erkennen wir das einfach. And we love him even more. Und wir lieben ihn sogar noch mehr. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Lord, just do this, Herr, tut each heart, das. Jedes each Herz, heart right now, Father. Gerade jetzt, jedes Herz, Vater. If they're struggling with areas, wo Kämpfe sind in Bereichen, they've been waiting a long time, und lange gewartet wurde. They've prayed and sie prayed. Haben gebetet und gebetet. Now, Father, just Vater, they're coming as a child. Wir kommen einfach wie Kinder. And they're saying, Lord, I und trust sagen, you. Herr, wir vertrauen dir. I'm just going to receive the grace ich I need. Werde einfach die Gnade empfangen, die ich brauche. Yeah. See, this was what Paul discovered. Das ist es, was Paulus entdeckt he prayed hat. And he prayed. Er hat gebetet und gebetet. And God just und said, my grace is Gott hat sufficient. Gesagt, meine Gnade genügt. It's okay. Is it okay? I'm with you, Paul. Ich bin bei dir, Paulus. Ich bin bei dir. Oh, but God, I want aber you Gott, to take ich will doch, dass du das wegnimmst. It's okay, I got you. Es ist okay, ich hab dich. You're in my hands. Geh hier, ich hab dich in meiner Hand. My grace is there. Meine Gnade ist da. And he got free. Und er wurde frei. Oh, Father, I thank you for Vater, that. There's a whole new, I believe there's a whole new anointing und ich that God glaub, eine ganz has been neue spoken of yesterday so often. Und wir haben so viel davon gesprochen. A whole new anointing eine neue Salbung, that's coming upon his die church. Auf seine Gemeinde kommt. This church. Auf diese Gemeinde. And we need to embrace it. Und wir müssen sie umarmen. As children. Wie Kinder. Because you can't control it. Denn du kannst sie nicht kontrollieren. Can't control God. Du kannst Gott nicht kontrollieren. You have to embrace him. Du musst ihn umarmen. You have to let him be God. Du musst ihn Gott sein lassen. Carry the mystery. Und dieses Geheimnis tragen.
and declare the goodness of God. Und die Güte Gottes deklarieren. Amen. Amen. Hallelujah, Lord bless you. Hallelujah. Der Herr segne euch. Praise you, Jesus. Danke, Jesus. You know, we really would like to pray for those that need prayer. Although I didn't know how to. Wir möchten wirklich beten für diejenigen von euch, die Gebet brauchen. Mit dieser Botschaft hat vielleicht etwas aufgedeckt bei dir. Ich glaube, dass einige von euch mit schweren Lasten gekommen sind und ihr braucht Gebet. Helen und ich sind bereit, für euch zu beten. Wenn du Gebet brauchst, dann komm jetzt nach vorne. Wir wollen nicht irgendeinem Weg folgen, den leichten Weg, sondern wir wollen deinem Weg folgen heute Morgen. Wir wollen uns entscheiden, Jesus, dass wir dir Platz machen, dass du den Weg hast mit uns, den du bist. Da, wo wir am meisten wachsen. Nicht dir die Abkürzung, wo wir ein tolles Leben haben und ab in den Himmel, sondern Herr, wir wollen den Weg, den du hast für uns. Wir wollen es proklamieren, Jesus, dass wir sagen, wir machen Raum für dich. Wir machen Raum für dich. Hab den Weg, den du haben willst mit uns. Dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles geb ich dir hin, alles geb ich dir hin. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles geb ich dir hin. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst. Quält und was ich bin, alles geb ich dir, oh, alles geb ich dir, Herr. Und vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt, alles geb ich dir, Herr. Und ich schaffe immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr. Und ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst. Was auch immer du willst, tu was auch immer du willst, Herr. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen, brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer, dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen, brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer.
heute Morgen. Wir wollen, dass es wirklich von unserem Herzen kommt. Wir sagen, Jesus, was immer du bist, was immer dein Plan ist, was immer dein Weg ist, den wollen wir, das wollen wir. Hauptsache, wir kommen näher an dein Herz. Hauptsache, wir kommen nah zu dir. Und wir erfahren mehr und mehr, wer du bist und was du hast. Herr, deshalb wollen wir das singen von ganzem Herzen. Wir wollen singen, als ob wir es wirklich meinen. Herr, dass wir sagen, mach, was immer du willst. Was immer dein Plan ist in unserem Leben. Was immer du vorhast, Herr. Wir wollen es für unser Leben. Ich will es für mein Leben, Jesus. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich will deinen Weg für mich. Reiß Mauern ein, lass mich von dir trennen und brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Komm, sing's aus. Dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen, brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir einen, brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Und ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Oh, ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst. Tu, was auch immer du willst. Ich schaffe Raum für dich. Was auch immer du willst, immer du willst. Tu, was immer du willst. Alles, was ich will, alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir, Herr. Vor dir lege ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir. 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 Dein Plan ist größer.
ist größer. Dein Plan ist größer. Ich vertraue dir, weil dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Für diese wertvolle Botschaft und lasst uns es wirklich mitnehmen und im Alltag wirklich auch leben, einfach zu sagen, Herr, ich will dieses kindliche Herz haben, dieses Herz, das sagt, tu, was du willst, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, und ich vertraue dir, dass du, ja, dass du es gut mit mir meinst, weil du gut bist. Danke, Herr. Ja, lasst uns es einfach mitnehmen in diese Woche. Ja, wir haben noch ein paar wenige Termine. Am Freitag, den 26. August um 18 Uhr ist unsere Gemeinde dran mit Wächterrufgebet. Es ist so wichtig, dass wir für unsere Nation beten. Es ist so wichtig, dass wir für Deutschland beten. Seid mit dabei, kommt um 18 Uhr, dass wir wirklich den Himmel bestürmen für unser Land, dass Erweckung kommt, weil unser Land braucht Gott ganz dringend. Und am Sonntag, der nächsten Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst, ganz normal. Dann gibt es noch die Möglichkeit hinten, wir haben einen Büchertisch, wir haben, ich brauche die zwei Sachen schnell. Genau, wir hatten ja gestern die Gedenkfeier für Pastor Otto und wir haben hinten einen Büchertisch, wo man seine Autobiografie bestellen kann, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also die sind noch nicht da, aber man kann sie bestellen, die Bücher, genau, und die bekommt ihr dann zugeschickt von uns. Und was man hinten auch bekommen kann, das ist die Artikelsammlung von ihm von den letzten 1,5 Jahren, die er noch geschrieben hat, so seine Botschaften, und könnt ihr euch gern auch noch holen. Und dann haben wir auch Bücher hinten vom Pastor Jim. Deckt euch auch damit ein, die sind zwar Englisch, aber ich denke, die meisten können die auch lesen. Und wir haben auch sein Buch da, das eben ganz, ganz frisch neu ist und frisch gedruckt ist, nämlich The Holy Spirit, My Friend. Ich habe da schon ein bisschen reingeschaut, das ist wirklich ein richtig super cooles Buch, richtig wertvoll, und ja, könnt ihr auch hinten kaufen. Genau. Dann gibt es nachher noch Kaffee und noch Kuchen oder andere leckere Sachen, ist von gestern auch noch einiges übrig geblieben. Seid herzlich eingeladen, noch Gemeinschaft untereinander zu haben, dass wir einfach zusammen Kaffee trinken und ja,
dass die Sachen weggegessen werden. Und dann bitte ich jetzt noch den Pastor Emanuel, dass er den Segen spricht. Ehre sei dem Herrn für diesen Morgen, für sein Reden heute. Ich sehe das schon als einen Schlüssel für ein gesegnetes Leben. Und manche, wir haben noch nicht darüber so in der Form gepredigt. Hört euch die Predigt nochmal an. Ich glaube, das macht was mit uns und bringt uns einen Schritt weiter auch als Gemeinde, wenn wir das so aufnehmen, was Pastor Jim heute gepredigt hat. Und jetzt möchte ich euch segnen. Ihr dürft dazu aufstehen und empfangen. Ich segne euch mit diesem kindlichen Geist, mit diesem Geist der Kindschaft, dem Bewusstsein, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und ich segne euch mit diesen Momenten, wo ihr einfach euch an ihn rankuschelt, diesem Gott nah seid, in dem, durch was ihr gerade durchgeht, auch in Schwierigkeiten, und Trost empfangt und Zuspruch empfangt, Ermutigung empfangt. Mit diesen Momenten segne ich euch und insbesondere mit diesem Geist der Kindschaft, dass ihr Menschen seid, die das voll empfangen können, was Gott für dich hat. Amen. Ich segne euch mit seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Freude, seinem Frieden. Gott ist mit dir. Amen.